Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Beim letzten Mal hatten wir ein sehr ausführliches Gespräch mit Zach Ramirai, der leider nicht mehr dazu gekommen ist, diverse Fehler, die er eventuell verursacht hat, nochmal in seinem Leben auszubügeln. Denn er wurde ja leider ermordet. Und heute geht die Schnitzeljagd weiter und wir begeben uns zum Sunshine Kolosseum. Und wen wir da treffen, naja gut, das dürfte ja wahrscheinlich relativ klar sein. Gegenwart, Sunshine Kolosseum. Wenn das keine Erinnerung an lang vergangene Zeiten ist. Lange nicht gesehen, Herr Valant. 7 Jahre ist das jetzt her, nicht wahr? Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie jemals wiedersehen würde. Ich bin übrigens hier, weil ich sie etwas fragen möchte. Ich habe mit der Presse gesprochen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen und bin zu einem Schluss gekommen. Aber dann habe ich erkannt, dass ich es erst von Ihnen hören muss. Und genau das werden wir auch gleich in Erfahrung bringen. Alles. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Wait. Ich glaube nicht, schon jemals einen Heißluftballon aus solcher Nähe gesehen zu haben. Das ist einer meiner Favoriten. Ich wollte ihn in meiner Show einsetzen. Vielleicht als Höhepunkt in die Rückkehr von Valants Sekundenduell. Ich stehe auf der Bühne, ich schieße und der Ballon wird durchlöchert. Er explodiert. Was meinen Sie? Ganz schön aufregend, oder? Vielleicht ein bisschen. Aber keiner im Kolosseum würde es sehen können. Bravo. Ich habe 4 Tage geplant, bis ich das bemerkt habe. Ah. Wow, er ist wirklich ein Könner seines Fachs. Unfassbar. Ein kostümierter Mann verteilt Luftballons an die Kinder. Es ist schön zu sehen, dass Kinder immer noch Luftballons mögen. Sie gehören zu meinen Favoriten. Ich meine, die Ballonverkäufer. Ich hätte sie gerne bei mir auf der großen Bühne. Sie könnten an die Kinder im Publikum Luftballons verteilen. Würden all diese Ballons nicht den Blick auf ihre Show beeinträchtigen? Bravo. Diese Möglichkeit ist mir bisher nicht in den Sinn gekommen. Phoenix Wright, Entertainment-Berater. Super. Gut, ja. Das ist ein ganz schön großes Schild. Das ist einer meiner Favoriten. Beeindruckend, nicht wahr? Ich hatte in Erwägung gezogen, es nach Ende der Show als Wand für mein Haus zu verwenden. Wow, Ihr Haus ist so groß? Eigentlich hat es das Schicksal so gewollt, dass ich in einer Einzimmerwohnung lebe. Aber nach dem irren Erfolg meiner Show möchte ich eine Luxusvilla bauen. Ich war hin und her gerissen, wie groß sie werden soll. Bis mir dieses Schild die Antwort zugeflüstert hat. Das ist wirklich schön. Oh oh. Das Sunshine-Kolosseum, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Kolosseum ist, aber es ist sehr groß. Ja, es gehört zu meinen Favoriten. Ich habe die Sonne schon immer gemocht. Haben Sie eigentlich davon gehört, was sich hier vor kurzem zugetragen hat? Ach ja, irgendwie ist da doch irgendetwas bei irgendeinem Konzert passiert. Exacter Mundo. Warum sollte ich verheimlichen, dass ich auch an diesem Fall beteiligt war? Das ist ja mal was. Haben Sie bei der Aufklärung geholfen? Ha, wofür halten Sie mich? Nein, ich habe es nur noch mysteriöser gemacht. Das ist Justizbehinderung. Ich bin Zauberer. Es ist meine beeidigte Pflicht, alles möglichst mysteriös zu machen. Oh Mann, der Typ ist so ein... Naja gut. So, okay. Dann reden wir doch einfach mal mit ihm. Ich bin in den letzten 7 Jahren einen schwierigen Weg gegangen. Weil Sie Magnifies Repertoire nicht vorführen konnten. Lassen Sie sich nicht täuschen. Valants Geschick ist die wahre Kunst. Ich brauche den alten Kram meines Mentors nicht. Nein, es war mein Partner, der mich ausgebremst hat. Zach Ramirai. Seine überaus gut gemachte Verschwindennummer war mein Untergang.
Dachte ich zumindest. Zack Ramirai hat unseren Mentor ermordet und ist vor seiner Bestrafung geflohen. So etwas haben sie doch vor 7 Jahren gesagt, oder etwa nicht? Ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern gewesen. Allerdings lagen die Dinge letztlich ganz anders. Denn als er verschwunden war, blieb der Verdacht immer an meiner Person hängen. Sein Partner Zack ist verschwunden, um ihn zu schützen. Das haben diese diebischen Elstern von der Presse jedenfalls behauptet. Das wusste ich gar nicht. Doch genau diese Presse kommt jetzt zu mir und heuchelt Interesse. Sie berichtet über die größte Zaubershow der Geschichte, als wäre sie eine Varieté-Nummer. Und ich muss hier stehen und ihnen allen zulächeln. Ich bin doch nur eine Figur in irgendeiner teuflischen Farce. Könnte das wohl daran liegen, dass sie nie klargestellt haben, was passiert ist? Magnifis Tod ist bis zum heutigen Tag ein Geheimnis. Deswegen bin ich hergekommen, um die Antwort von ihnen zu erhalten. Ich hab doch gewusst, dass das früher oder später passieren würde. Also in jedem Fall auch durch die ganze Geschichte irgendwie klar wird, durch Zacks Verschwinden, nicht nur Trucy hat gelitten, auch, und nicht nur Phoenix und alle anderen Beteiligten, sogar Valent hat gelitten. Obwohl er ja quasi als Zeuge aufgerufen wurde, um irgendwie seinen Kompagnon hinter Gittern zu bringen. Und eventuell hätte ihm das sogar gefallen, keine Ahnung, weiß man nicht. Zumindest war er augenscheinlich im Prozess selber so drauf. Aber nichtsdestotrotz, das Verschwinden von Zack hat ihm auch unbeabsichtigt irgendwie so ein ganz klein bisschen die weitere Karriere vor allem auch versaut. Unbeabsichtigt deswegen, weil Zack zumindest so reagiert hatte, ne? Also er hatte das nicht wirklich beabsichtigt, dass Valent dadurch größere Schwierigkeiten bekommt. Ja, ist eigentlich fast schon nett von ihm, dass er das nicht so beabsichtigt hat. Irgendwie unterm Strich, sie waren halt Bühnenbuddies, hätte ich jetzt fast gesagt. Also irgendwie wird das schon so eine gewisse Freundschaft und so ein gewisser Respekt wird vorhanden gewesen sein, glaube ich. Auch wenn Valent jetzt insbesondere zuletzt immer so ein ganz klein bisschen zerstreut bis, ich wollte dümmlich sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Er kommt so ein bisschen so herüber, als ob er nicht wirklich ein besonders guter Zauberer wäre. Das Publikum hat nichts auf der Bühne verloren. Es muss sich damit begnügen, in den Scheinwerfer zu starren. Das klingt sehr nach etwas, was ich vor 7 Jahren gehört habe. Na gut, Zeit für einen Magatama. Magnifis Tod. Fragen Sie, was Sie wollen. Aus mir werden Sie nichts herauskriegen. Ich bin an dieser Sache genauso beteiligt, wie Sie es jetzt sind. Ich muss wissen, was passiert ist. 7 lange Jahre habe ich gelitten. Jetzt wird endlich der Vorhang zu meinem neuen goldenen Zeitalter gelüftet. All die Wunder unserer Truppe sind in Reichweite. Tut mir leid, dass ich das tun muss, Valent. Aber jetzt brauche ich Antworten. Ich werde erstmal eine Bombe platzen lassen. Das sollte ihn etwas aufrütteln. Valent, ich wäre mir nicht so sicher, was diese Wunder betrifft. Nicht solange ich das hier habe. Eine Bombe platzen lassen, eventuell indem wir die rechte Übertragung ihm zeigen? Und was soll das sein? Ich sehe, dass es das Grammarai-Siegel trägt. Ich hätte schon früher ihre Aufmerksamkeit darauf lenken sollen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ein Comeback geplant haben. Was ist das? Ein Dokument, das den wahren Empfänger der Vorführrechte an Magnifis Wundern angibt. Was? Zack? Grammarai? Er hat das geschrieben? Und was ist das? Er hat alles seiner Tochter vermacht? Trucy Enigma. Sie ist jetzt übrigens offiziell meine Tochter. Grotesk! Zack ist weg! Im Nichts verschwunden!
Es ist echt. Zack hat noch gelebt, als er das geschrieben hat. Sowohl der Notar als auch ich können das bezeugen. Warum? Warum spielt mir das Schicksal so übel mit? Warum muss ich bis zum Tod als Leibeigener leben? Sie sind nicht der Einzige mit diesem Problem. Aber er hat Magnifi erschossen. Ja, es war Zack. Er war's. Und dann war er weg. Und um meine Karriere als Zauberer wurde es düster. Hatten Sie gedacht, es gäbe irgendeinen Ausweg? Beispielsweise, wenn Sie beweisen könnten, dass Zack Magnifi erschossen hat? Haben Sie deshalb ausgesagt? Ja, mein Ausweg. Es hätte mein Ausweg sein sollen. Nun, vielleicht ist es noch nicht zu spät, Herr Valant. Sie müssen nur Beweise für Ihre Behauptungen vorlegen. Wer hat Magnifi Grammarai wirklich umgebracht? Was für ein Zufall, dass wir hier ein lustiges Geständnis dabei haben. Ich glaube, ich habe die Antwort auf Ihre Gebete genau hier. Zack Grammarai hat noch etwas geschrieben, bevor er aus dem Leben geschieden ist. Aber das ist ja ein Geständnis. Indem er zugibt, Magnifi Grammarai getötet zu haben. Sehen Sie? Alles genau nach Plan. Ich bin Zauberer von Beruf. Täuschung ist mein Handwerk. Ich täusche das Publikum. Ich gebe ihm einen flüchtigen Traum. Doch es scheint, als wären die Rollen vertauscht. Jetzt bin ich das Publikum und Sie sind der Täuscher. Aber Zack hat das vor meinen Augen geschrieben. Nachdem ich ihm Ihre Situation erläutert hatte. Alakazong! Er kann's nicht fassen. Blockade gelöst. Sie wissen schon, dass jenes Geständnis eine einzige Lüge ist. Ja, meines Erachtens hat Zack Grammarai niemanden getötet. Dann müssen Sie ja denken, dass Sie die Wahrheit einfach durch Eliminierung finden. Zwei haben Instruktionen zum Töten erhalten, aber wenn der eine unschuldig ist, dann ist der andere schuldig. Das wäre wohl die logische Schlussfolgerung, ja. Er ist also verschwunden, um mich, seinen Partner, zu schützen. Eine rührende Geschichte, wirklich. Haben Sie Magnifi Grammarai in die Stirn geschossen? Wenn dem so wäre und ich es sagen würde, was dann? Würden Sie zur Polizei gehen? Machen Sie doch, was Sie wollen. Mir bleibt doch jetzt sowieso nichts mehr. Schließlich stimmt es. Ich habe kaum Talent. Ich brauchte das Repertoire meines Mentors Magnifi. Es war, als hätte ein kleiner Dämon von mir Besitz ergriffen. Ich hab's doch gewusst. Valant Grammarai hat also den großen Magnifi getötet. Tut mir echt leid, Herr Wright. Aber ich habe meinen Mentor nicht erschossen. Was? Aber wenn Sie es nicht waren, wer dann? Es gab doch keinen weiteren Schüler, oder etwa doch? Einen weiteren Schüler? Wen denn zum Beispiel? Ich weiß nicht. Vielleicht Nag und Talent Grammarai? Ihre blühende Fantasie könnte kaum abwegiger sein. Nur Zack und Valant haben diese Drohbriefe erhalten. Aber es gab noch jemanden. Eine weitere Person hätte die Pistole an jenem Abend abfeuern können. Ich kann wohl nicht davon ausgehen, dass sie es sich endlich zusammengereimt haben. Wenn Zack und Valant Magnifi nicht erschossen haben, dann muss es die einzige andere Person am Tatort gewesen sein. Das heißt... Moment mal.
Sie meinen doch nicht etwa... Doch. Der große Magnifique Ramurai selbst. Es war Selbstmord. Magnifique Ramurai hat also Selbstmord begangen? Fällt es Ihnen schwer, das zu glauben? Ehrlich gesagt, hatte ich es nicht einmal als Möglichkeit in Betracht gezogen. Als ich an jenem Abend ankam, lebte der alte Mann noch. Er schien zu schlafen. Ich konnte ihn nicht erschießen. Aber als ich mich umgedreht habe, um das Zimmer wieder zu verlassen, hat der alte Mann mich angesprochen. Sie haben also mit Magnifique Ramurai gesprochen? Ja. Und deshalb wusste ich, was er getan hatte. Magnifique hat die Rechte an seinem Repertoire an Zack übertragen, nicht an mich. Verstehe. Dann schulde ich Ihnen wohl eine Entschuldigung. Ich habe immer gedacht, Sie hätten es getan. Sie schulden mir keine Entschuldigung. Hä? Mein Verbrechen war auf gewisse Weise sogar schlimmer als ein Mord. Was? Ihr Verbrechen? Gesteht mir Valent Ramurai etwas? Was könnte denn schlimmer als Mord sein? Sehen Sie, ich wusste, dass zwei Briefe verschickt worden waren. Unter Partnern gibt es keine Geheimnisse. Das war leicht rauszufinden. In diesem Moment hatte ich Magnifies Plan begriffen. Er wollte, dass einer von ihnen beiden ihn umbringt? Ich hatte nicht erwartet, dass es etwas mit den Rechten an seinem Repertoire zu tun hat. Da habe ich gehört, wie der kleine Dämon in meinem Herzen geflüstert hat. Der Dämon. Lassen Sie mich gestehen. Ich hatte vorgehabt, Magnifie zu erschießen. Und ich wollte die Tat meinem Partner anhängen. Was? An jenem Abend hatte ich etwas vorbereitet, bevor ich in Magnifies Krankenzimmer ging. Und was war das? Eine Infusion natürlich. Die hatte ich bei einem früheren Besuch gesehen. Falls Zack nicht schießen würde, wollte ich die Tat verüben. Dann hätte ich die Infusion benutzt, um ihm die Schuld anzuhängen. Das war mein Plan. Aber Sie haben ihn nicht erschossen. Ich konnte es nicht. Der Dämon in meinem Herzen war weg, als der Moment kam. Doch dann rief Magnifie mich zurück. Tut mir leid, Valent. Ich werde meine Zauberei an Zack weitergeben. Nicht an dich. Dir fehlt noch immer die Schnelligkeit, die er hat. Bitte hilf ihm, wenn du kannst. Ich habe das Zimmer verlassen und bin stehen geblieben. Der Schock dieser Nachricht hatte mich völlig überwältigt. Da habe ich den schicksalhaften Schuss gehört. Magnifique Ramurai hat sich also selbst umgebracht. Dann ist der Dämon erneut in mir erwacht. Zack hat ihn getötet. Er war's. Schieb ihm die Sache in die Schuhe und die Zauber werden dir gehören. Ich habe die Szene des Selbstmords manipuliert. Ich habe ihm die Pistole aus der Hand genommen und die Fingerabdrücke abgewischt. Dann habe ich die Spritze benutzt, um ihm meine Infusion zu verabreichen. Schließlich ist doch noch fast alles nach Plan verlaufen. Magnifie ist gestorben und Sie haben Zack den Mord angehängt. In der Tat, nach Plan. Natürlich war das Ergebnis etwas anders, als ich erwartet hatte. Nun, was halten Sie davon? Glauben Sie meine Geschichte? Ist sie überhaupt glaubhaft? Das war vor 7 Jahren. Ich weiß nicht, was ich glauben soll.
Aber... Ja? Ich bin froh, Sie von Ihnen gehört zu haben, Herr Valent. Vielen Dank. Ich sollte Ihnen danken, Herr Wright. Erst als ich alles verloren hatte, war ich in der Lage, die Entscheidung zu treffen. Werden Sie sich stellen? Mein Partner mag ja verschwunden sein, nicht jedoch meine Schuld. Und während meine Schuld bleibt, verlässt mich alles andere. Meine Freunde, meine Vorführrechte, meine Zauberkunst. Ich habe genug von all den Verschwindenummern. Kann ich verstehen. Ich dachte, mein Leben würde von einem toten Mann bestimmt. Aber ich denke, da lag ich falsch. Denn Zack Ramirai lebte ja noch. Tja, jetzt nicht mehr. Da fällt mir was ein. Was wäre, wenn nicht nur er überlebt hat? Worauf wollen Sie hinaus? Sehen Sie, wenn ich mir das jetzt so überlege, erkenne ich, dass ich... Nein, wir nie Beweise für ihr Ableben gesehen haben. Wir haben ihre Leiche nie zu Gesicht bekommen. Ihre? Der Verstand rast und der Mund plappert weiter. Sorry, vergessen Sie die Sache. Ich kann nur hoffen, dass der Tag kommt, an dem ich meinen Partner Zack Ramirai treffe. Dann werde ich mich für meinen furchtbaren Fehler entschuldigen. Ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten. Dankeschön. Zack Ramirai, Shady Smith. Der Name ist egal. Er weilt nicht mehr unter uns. Die Wahrheit, die in jenem Prozess ans Tageslicht kam, war nur ein kleiner Teil. Und die undurchdringbare Dunkelheit, die blieb, hat ein weiteres Leben gefordert. Ich wusste, was ich tun musste, um Licht ins Dunkel zu bringen. Ich wusste, welchen Mann ich aufsuchen musste. Da hat sich unser guter Onkel Valent ja ein bisschen wieder rehabilitiert, oder? Ich fand das jetzt irgendwie sehr plausibel. Und also seine Beweggründe. Die Beweggründe fand ich plausibel, dass er, dass mitten in der Nacht diese zwei Pistolenschüsse in einem Krankenzimmer abgefeuert wurden und dass in dem Krankenhaus absolut niemand nach 23 Uhr interessiert hat. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Und dass er vor allem dann auch noch Zeit hatte, den Tatort zu präparieren und all diese Geschichten. Also diese Wände dort im Krankenhaus, die müssen absolut schalldicht sein. Das ist ja unglaublich. Aber nun gut. Ja, davon mal abgesehen, fand ich das jetzt alles eigentlich ziemlich plausibel. So, meine lieben Freunde. Wir sind weit vorgedrungen. Und jetzt fehlt hier nur noch eine einzige Station. Und zwar diese Station hier in der Einzelzelle 13. Dort machen wir beim nächsten Mal weiter und dann schauen wir mal, in welche Richtung die ganze Angelegenheit so gehen wird. Ich sag für den Moment erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.